heute irgendwelche Background-Geräusche hört, tut es mir leid. Die tun ja bei unserem Nachbarblock, der quasi gleich hier so schräg rüber ist. Die Balkone, heißt das Balkone? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall machen die Balkone ab und tun die erneuern und das ist ziemlich laut. Und ja, es tut mir sehr leid, falls ihr da irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört. Ignoriert das Ganze einfach. Ansonsten möchte ich euch heute eine Buchempfehlung geben. Und zwar soll es um das neue Buch von Jacqueline Fellgut, Das Päckchen, gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wer jetzt schon länger schaut und verfolgt, der weiß, dass ich letztes Jahr im Juli das erste Buch von der Jackie gelesen habe. Und zwar war das Hashtag Folge deinem Herzen. Und ich habe mich damals in dieses Buch verliebt und in Jackie ihren Schreibstil. Ich finde, Jackie schreibt so tolle Liebesgeschichten und auch Urban-Fantasy-Geschichten. Und ja, ich bin quasi seit letztes Jahr Juli ein sehr, sehr großer Jacqueline Fellgut-Fan. Und heute am 21. April ist das neue Buch von der Jackie erschienen. Und zwar heißt es Das Päckchen. Und ich dachte, ich stelle es euch mal ganz kurz vor, denn auch dieses Buch ist wieder eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Und ich durfte sie vorab mitlesen und ja, habe mich da sehr, sehr drüber gefreut. Und ja, darum soll es heute gehen. Und ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt erstmal, worum es in Das Päckchen eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Emma. Und Emma hatte gerade Urlaub und hat jetzt den ersten Tag wieder auf Arbeit. Und sie freut sich schon sehr, wieder auf Arbeit zu gehen, denn Emma arbeitet in einer Kinderbücherei. Und sie liebt ihren Job, sie liebt die Arbeit mit den Kindern und ja, freut sich da wahnsinnig sehr drauf, endlich wieder in ihren Alltag einzutauchen. Und muss dann aber leider feststellen, dass die Kinderbücherei geschlossen ist. Es gab einen ganz, ganz großen Wasserschaden in der Bücherei, weswegen sie erstmal vorübergehend geschlossen bleibt. Und Emma muss jetzt erstmal gucken, was da jetzt genau eigentlich los ist. Wie sich kurze Zeit später herausstellt, ist noch nicht sicher, ob die Bücherei denn überhaupt jemals wieder öffnen kann oder ob sie für immer geschlossen wird. Dies kann Emma natürlich nicht akzeptieren und versucht mit Hilfe ihres kleinen YouTube-Kanals, den sie betreibt, in dem es natürlich rund um das Thema Bücher geht, eine Spendenaktion auf die Beine zu stellen. Sie vermutet schon, dass das wahrscheinlich alles nichts werden wird, bis eines Tages ein mysteriöses Päckchen vor ihrer Tür liegt. Was es mit diesem Päckchen auf hat, was in diesem Päckchen drin ist und wer ihr dieses Päckchen geschickt hat, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Das soll es zum Inhalt auch erstmal gewesen sein. Ich muss sagen, ich habe angefangen, die Geschichte zu lesen und was mir natürlich sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass Emma einen kleinen YouTube-Kanal hat. Also sie ist im Prinzip Booktuberin und das fand ich schon mal so von meiner Stelle aus gesehen wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr süß. Und auch ihre Liebe zu Büchern, finde ich, ist in dieser Geschichte sehr, sehr gut transportiert worden. Und ja, also Emma war mir von der ersten Seite an total sympathisch. Ich war immer komplett bei der Protagonistin während der ganzen Zeit und ja, ich fand die Geschichte ganz, ganz toll. Zur Handlung kann ich sagen, dass die Handlung hier in dem Sinne keine großen Überraschungen bereithält für uns als Leser, aber für die Protagonistin. Jackie hat das Ganze hier so gemacht, dass wir als Leser quasi alles schon wissen, was jetzt so da dahinter steckt. Aber die Protagonistin weiß es noch nicht und wir beobachten dann quasi in der Geschichte die Protagonistin, wie sie versucht, hinter dieses ganze Geheimnis zu kommen, wie sie versucht, alles aufzulösen und wie sie versucht, halt ihre Bücherei zu retten. Und ich finde, das war mal so aus dieser Perspektive, dass wir jetzt quasi schon wissen als Leser, was jetzt eigentlich genau abgeht, das fand ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, also von der Handlung her kann ich sagen, top. Ich fand das Ende auch total süß. Ich muss sagen, am Ende war es vielleicht ein bisschen arg kitschig viel, aber es hat sich alles aufgelöst, es sind keine Fragen offen geblieben und ja, ich war mit dem Ende rundum zufrieden und generell, was die Handlung betrifft, kann ich nicht meckern, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, wie gesagt, Emma, ich war von der ersten Seite an komplett bei Emma. Ich fand sie super sympathisch. Sie hat mir vom Charakter her sehr, sehr gut gefallen. Und auch die anderen Charaktere, die in diesem Buch noch mit drin vorkommen, ich nenne jetzt hier an dieser Stelle keine Namen, weil ich euch sonst viel zu viel verraten würde. Ja, auf jeden Fall haben wir die anderen Charaktere in dieser Geschichte, wie ihre Freundin, der mysteriöse Päckchensender, der Autor, der in dieser Geschichte noch mit drin vorkommt. Die haben mir alle sehr, sehr gut gefallen und ich fand, Jackie hat immer dieses besondere Talent, den Charakteren so schön Leben einzuhauchen. So, dass man denkt, das sind Menschen, die es wirklich gibt, die einem jetzt so quasi morgen hier irgendwo begegnen können. Und ich finde, das macht Jackie immer ganz, ganz toll und das liebe ich bei ihr einfach. Und generell, der Schreibstil von Jackie, ich kann da immer wieder nur von schwärmen. Sie schreibt so, so toll, sie schreibt so gefühlvoll und einfach so romantisch. Und ja, sie erzählt auch die Geschichten ganz, ganz toll. Also
Ich bin ein sehr, sehr großer Jacqueline Felgut-Fan, seitdem ich letztes Jahr Hashtag Folge deinem Herzen gelesen habe. Und wer mich schon länger guckt, der weiß das natürlich auch. Und ja, ich kann von diesem Buch wirklich nur schwärmen. Vom Setting her befinden wir uns hier in Bonn. Also es spielt in Deutschland, was ich auch echt cool fand. Und mich hat es auch gar nicht gestört, komischerweise. Ihr wisst, meine Vorliebe für amerikanische Settings. Aber hier hat es mich absolut nicht gestört, dass das Ganze in Bonn spielt. Man vergisst das Ganze natürlich auch mit der Zeit, weil es wird am Anfang mal erwähnt, wo das Ganze spielt. Aber es spielt jetzt im weiteren Verlauf die Geschichte jetzt nicht wirklich so eine große Rolle. Aber ich fand es sehr, sehr cool vom Setting her. Ich finde ja, Jackie beschreibt auch die Szenen immer ganz toll. Also ich kann mir die Szenen, wo die Charaktere gerade sind, die Orte, das kann ich mir immer alles sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann mir die Handlungen, die die Charaktere da gerade ausüben, das kann ich mir auch immer sehr, sehr gut vorstellen. Also ja, Jackie ist eine Autorin, da passt für mich immer rundum alles. Und wie gesagt, das Päckchen hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich könnte jetzt hier noch stundenlang von diesem Buch schwärmen, aber das würde uns nicht weiterhelfen. Deswegen kann ich nur sagen, tolle Handlung, tolle Charaktere, wahnsinnig toller Schreibstil und ein wirklich richtig cooles Setting. Wer von euch auf Liebesgeschichten steht, ohne Erotik, das muss ich gleich dazu sagen, Jackie schreibt wirklich nur Liebesromane ohne Erotik, was ich sehr, sehr gut finde, denn es muss nicht immer Erotik in den Büchern mit drin sein, finde ich. Und ja, wer von euch Lust auf eine wahnsinnig tolle, romantische, frische, sommerliche Liebesgeschichte hat, sollte sich das Päckchen auf jeden Fall mal mit angucken. Wie gesagt, es gibt es ab heute für kurze Zeit für 99 Cent auf Amazon für den Kindle. Und ja, wer Bock hat, sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das war meine kurze Buchempfehlung zu Das Päckchen von Jacqueline Felgut. Wer von euch das Buch schon gelesen hat oder wie ich ein sehr, sehr großer Jacqueline Felgut-Fan ist, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.